Was ist nur mit Michael Neumeier passiert? Der Sohn von Entertainer Peter Alexander, 84, wurde in der Türkei tot aufgefunden. Er wurde nur 56 Jahre alt und die Todesumstände sind mysteriös. Peter Alexander muss den Tod seines eigenen Sohnes nicht mehr miterleben. Der Entertainer starb am 12. Februar 2011 im Alter von 84 Jahren. Die Todesursache ist bis heute nicht bekannt. Seine Familie wollte Peter Alexander schützen, nun wurde sein Sohn Michael Neumeier tot aufgefunden. Er starb mit nur 56 Jahren und die Todesumstände sind mysteriös. Michael lebte mit seiner Frau in der Türkei. In Bilek wurde der leblose Körper des Mannes gefunden, doch die Umstände sind rätselhaft. Laut des Portals Österreich sei die Auffindesituation höchst merkwürdig gewesen. Genaueres ist nicht bekannt. Es sei eine Obduktion angeordnet worden. Die Nachrichtenseite OE24 berichtet weiter, Neumeier habe gesundheitliche Probleme gehabt. Ein Fremdverschulden könne noch nicht ausgeschlossen werden. Besonders dramatisch, Peter Alexanders Tochter Susanne ist 2009 bei einem Autounfall in Thailand ums Leben gekommen. Sie wurde nur 50 Jahre alt.